Vergrößern, verkleinern. Die FIFA ermittelt nun auch gegen Mladen Krstajic. Urheberrecht Getty Images. Nach dem kriegswerblicher Vergleich von Mladen Krstajic ermittelt die FIFA gegen den Serbien-Coach. Auch dem Schweizer Kapitän und einem Verbandsboss drohen Strafen. Das hochbrisante WM-Spiel zwischen der Schweiz und Serbien, 2:1, zieht immer weitere Kreise. Am Sonntag hat der Fußballweltverband FIFA zusätzlich zu den bisherigen Untersuchungen auch Ermittlungen gegen den serbischen Trainer Mladen Krstajic, den serbischen Verbandsboss Slavisa Kokese und den Schweizer Kapitän Stefan Lichtsteiner aufgenommen. Die Ermittlungen gegen Krstajic resultieren aus den zunächst aufgenommenen Voruntersuchungen. Der frühere Bundesliga-Profi hatte mit seinem Kriegsverbrechervergleich in Zusammenhang mit dem Münchner Schiedsrichterbruch für einen Eklat gesorgt. Auch gegen Kokese wird wegen Kommentaren nach der Partie ermittelt. Lichtsteiner muss eine Strafe befürchten, weil er wie seine Teamkollegen Gerdan Shaqiri und Granit Xhaka nach den Toren die Doppeladler-Geste gezeigt hatte. Der dänische Verband wurde derweil mit einer Geldstrafe in Höhe von rund 17.000 Euro und einer Verwarnung belegt, weil die dänischen Anhänger während des Spiels am Donnerstag gegen Australien 1:1 Gegenstände auf die Fans aus Down Under geworfen haben. Zudem wurde ein sexistisches Plakat gezeigt. Außerdem hielten sich die Dänen nicht an das FIFA-Prozedere vor dem Anpfiff.